Das hier sind Cute but Deadly Vinylfiguren, einmal aus der Serie 1 und aus der Serie 2, und die packen wir jetzt aus. Ja, ich habe Post von Blizzard bekommen. Ich habe mir nämlich was aus den USA, aus dem Blizzard Gear Shop bestellt. Ich habe da ja die Tage, für mich ist es heute, aber für euch wahrscheinlich dann die Tage, ein Foto davon auf Twitter und Facebook veröffentlicht von der Kiste. Und ich dachte mir, ich probiere das mal mit diesen Unboxings aus. Ich habe jetzt hier provisorisch ein bisschen mit dem Licht rumgefriemelt. Ich hoffe, es grisselt nicht zu sehr. Ich habe ein bisschen rumgetestet. An für sich sah es ganz okay aus. Also falls das nicht so super High Quality ist, dann entschuldigt das. Ich wollte jetzt nicht so einen großen finanziellen Aufwand betreiben, irgendwelche Softboxen kaufen für so ein Unboxing. Aber wenn euch das Ganze hier gefällt, können wir vielleicht sowas mal öfter mal machen. Sofern sich das mit World of Warcraft oder Blizzard dann beschäftigt. Ansonsten kann man mal gucken, ob man das vielleicht nicht auf einem Zweitkanal macht oder so. Ich habe mir in dem Shop dann Cute but Deadly Figuren bestellt. Und zwar 7 Stück an der Zahl, 3 aus der ersten Serie und 3 aus der zweiten Serie. Die zweite Serie kann man momentan nur bestellen, wenn man in diesem Blizzard-Vorverkauf drin ist. Das heißt, wenn man ein virtuelles Ticket gekauft hat, habe ich natürlich, weil ich mir die BlizzCon ja dann angucken möchte. Die startet ja bald. Und ich dachte mir, ich packe das mal mit euch aus. Ich habe da selber noch nicht reingeguckt in die Verpackung. Das heißt, das Ganze ist für mich auch komplett neu alles. Und ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Doppelte dabei. Wir schauen uns einmal an diese Box. Ich zeige euch jetzt einmal die aus der ersten Serie und packe dann die aus der ersten Serie erstmal aus. Ich brauche euch ja nicht jedes Mal die Verpackung zu sagen. Ich finde die Verpackung schon ganz nett. Diese Cute but Deadly Figuren finde ich eigentlich cooler als diese Pop-Figuren. Hier sieht man, welche verschiedene es gibt. Also es gibt einmal Kerrigan, dann gibt es Arthas. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter nach vorne, so ist glaube ich besser für euch. Kerrigan, Arthas, Sylvanas, dann darunter Ceratul, ein Murloc, Diablo und noch 3 Special-Dinger, die ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, die sind so ein bisschen durchsichtig oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich finde diese Cute but Deadly Figuren an für sich dann ein bisschen cooler als diese Pop-Figuren, weil die noch normale Gesichtszüge haben. Aber wir werden es gleich sehen. Ich denke mal, wir fangen direkt mal an, den auszupacken. Wobei ich gerade gar nicht weiß, wie der aufgeht. Muss man die so aufreißen oder was? Ah, es schmerzt in der Seele. Ah. Muss das so? Ich glaube es fast nicht. Aber es sieht so aus. Kinders. Ich bin jetzt nicht so... Ich hoffe, es macht nicht zu viele Geräusche. Ich bin jetzt nicht so der Verpackungsmensch. Aber ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man die Verpackung hat. Guck mal, hier sind noch so ein paar Symbole drauf. Also die Verpackung ist schon mal ganz schön. Und da haben wir ein kleines Beutelchen drin. Ich stelle das mal hier an die Seite. Hier ist ein Beutelchen, was momentan sehr unscheinbar ist. Gucken, ob ich das jetzt aufkriege oder ob ich ein Messer brauche. Ich glaube, ich brauche ein Messer. Warten Sie kurz, kurzer Schnitt. So, das Messer ist am Start. Ich hoffe, es schneidet auch vernünftig. Jawohl. Wie gesagt, Entschuldigung für die Geräusche, aber ich kann doch auch nichts dafür. So, wen haben wir denn hier Schönes? Ach, komm raus, du Sau. Ah! Schaut mal hier. Es ist ein Arthas. Okay, die kann man sogar noch zusammenbauen, wie ich gerade sehe. Dann nehmen wir mal hier Frostmourne aus seinem kleinen Tütchen raus. Ich hoffe, man erkennt es. Ich sehe leider nicht das Kamerabild an sich, weil die Kamera ja vor mir aufgebaut ist, aber ich habe so ein bisschen rumprobiert. Eigentlich sollte das so gut hinhauen. Frostmourne, also sieht ganz wertig aus. So ein bisschen flexibel. Ansonsten baue ich den mal zusammen hier. Ihr seht es jetzt gerade nicht, aber ist für mich einfacher, das so zu machen. Ich stecke nur das Schwert rein. Und der hat so eine kleine Standplattform.
die ich gerade nicht aufkriege. Da muss ich wieder das Messer bemühen. Wie gesagt, ihr seht das gerade wahrscheinlich nicht, aber wie ich eine Tüte aufreiße, ist es auch nicht so spannend, ne? Setze ich den mal da drauf. Zack. So. So sieht er dann in Vollendung aus mit seinem Frostmourne in der Hand und seinem Standfuß. Ist alles relativ weiches Vinyl eben. Ist also so ein bisschen biegsam. Aber ich bin von der Qualität, also der ist sehr detailreich hier mit diesen Nieten drauf. Ich hoffe, man sieht es vernünftig. Also gefällt mir ganz gut. Und Arthas ist ja immer eine coole Sache. Da war schon mal eine WoW-Figur, die wir uns ins Regal stellen können. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Muss ich jetzt mal so sagen. Wir machen weiter mit der nächsten. Ich werde das zwischendurch mal reinschneiden, immer mal wieder. Beziehungsweise einen Schnitt machen, damit ich hier so ein bisschen aufräumen kann, damit das Ganze nicht allzu lang wird. Ich stelle mal zur Seite und schauen wir mal die nächste Packung an. So, kommen wir zur zweiten Packung. Ich habe mir das Material von gerade eben mal angeschaut. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Sachen wirklich hier vorne zusammenbaue, ist sonst ein bisschen uninteressant. Jetzt, wo wir ein Messer haben, können wir das auch schöner aufschneiden hier. Verpackung ist dieselbe, immer noch Serie 1. Und ich hole das Tütchen raus. Es knistert sehr laut, aber ja, wie gesagt. Tütchen offen. Und wen haben wir diesmal drin? Sylvanas, das läuft, Leute. Das läuft. Tütchen übrigens sehr schön. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da sind so die ganzen Figürchen noch mal so ein bisschen drauf. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. So, wir haben Sylvanas. Auch hier haben wir wieder was extra. Oh, einen kleinen Bogen hat sie. Den machen wir mal offen. Ah, er will nicht. So. Legen wir mal dahin. Und das Plattförmchen. Versucht das hier mal vor der Kamera, wie gesagt, aufzufummeln. Ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Als wenn man da nur meinen grauen Hintergrund hier sieht. So, jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Da am Umhang ist so ein kleines Löchlein. Frage ist, wo kommt jetzt der Bogen hin? Sekunde, ich schau mal. Bisschen näher für mich. Ihr habt da was zum Fokussieren, da guckt ihr euch das an. Dann ist das nicht so unscharf, meine Freunde. Die Frage ist, wo kommt jetzt der Bogen hin? Hat die irgendwie eine Hand? Ich guck mal eben auf der Verpackung. Wer hat den wohl irgendwie in der Hand? Den kann man so wohl so ums Ärmchen drum klipsen, wenn ich das richtig sehe. Aber das sehe ich da vorne nicht. Vorne, da müsste aber, mache ich direkt mal eine Ausnahme von meiner tollen neuen Regel. Das ist aber sehr fummelig. Das ist aber sehr fummelig. Ich baue das mal zusammen und schneide dann mal an der Stelle, bevor ich hier 3 Stunden fummel. Da sind wir wieder. War relativ fummelig, weil das sehr kleine Pinne sind, die hier quasi den Bogen an diesem Arm befestigen. Aber auch hier, die guckt ein bisschen böse. Ist der Blick des Todes, meine Freunde. Aber auch die finde ich sehr cool. Horn, beweglich, so ein bisschen. Also relativ elastisch alles. Den Bogen kann man auch, wenn ihr das seht, ich will jetzt nicht wieder abreißen. Aber den kann man hier auch sehr, sehr flexibel bewegen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Also bisher gefallen die mir ganz gut. Und 2 Warcraft-Figuren, meine Freunde, direkt hintereinander. Das ist doch schon mal was. Keine doppelte dabei. Wir machen direkt weiter mit der dritten aus der ersten Serie. Figur Nummer 3 aus der
ersten Serie der Cuper Deadly Figuren. Auch hier sägen wir den Karton einmal auf. Das brauchen wir gleich noch. Tütchen raus. Aufschneiden. Ihr kennt das Spielchen. Schauen wir mal, wen wir da haben. Das ist das, was ich meinte. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man da doppelte bei hat. Den haben wir jetzt schon gesehen. Ist halt der gleiche, den wir gerade schon mal hatten, der gute Arthas. Ein bisschen ärgerlich, wenn man da, wie gesagt, doppelte bei hat. Aber das kann man nicht verhindern, weil man die halt blind kauft quasi. Also von daher, naja, ein bisschen ärgerlich. Aber mal gucken, was wir damit machen. Da finden wir schon irgendeine Verwendung für. Jetzt haben wir die zweite Serie der Cuper Deadly Figuren. Die Packung ist ein bisschen größer. Ich kann euch mal eine von den anderen daneben stellen. Also die ist ein bisschen breiter, wie man sieht. Auch in den Maßen hier. Also von daher, die ist ein bisschen größer. Ob die Figuren jetzt größer sind, weiß ich nicht. Das werden wir noch sehen. Aber auch hier die Verpackung ganz schön. Das ist, wie gesagt, auf der BlizzCon jetzt erstmal nur zu bekommen, beziehungsweise wenn man das Virtual Ticket hat, kann man sich das dann auch bestellen. Muss man halt nur dann die Versandkosten dabei rechnen und und halt den Zoll und so weiter. Wir haben hier einmal den Bastion aus Overwatch. Wir haben den guten Illidan, den kennen wir. Dann haben wir Tyrande, die kennen wir auch. Dann, das ist glaube ich Raynor hier. Darunter geht es dann weiter mit Tracer aus Overwatch. Dann haben wir Nova. Dann haben wir den Agent 75. Ich habe keine Ahnung. Dann einmal den Barbar aus Diablo. Darunter haben wir dann einmal Pharah aus Overwatch. Sehr cooler Held. Habe ich gerne gespielt. Daneben ist, ich weiß gar nicht, kann es gerade nicht erkennen. Ach, ein anderer Pharah. Warum hat man, naja, egal. Dann haben wir zwei Schatzgoblins noch da unten aus Diablo ebenfalls. Also hier haben wir noch ein paar mehr dann dabei, die wir theoretisch haben können. Ich hoffe, hier haben wir auch keine doppelten. Wir fangen mal an, indem wir die Packung aufsägen. Wir kennen das ganze Spielchen. Säg, säg, säg. Auch hier haben wir wieder diese Symbole drin. Sind das mehr? Ja, diesmal haben wir mehr Symbole natürlich, weil aus der ersten Serie war Overwatch noch nicht dabei und Hearthstone und so. Hier sieht die Tüte auch ein bisschen anders aus. Da haben wir keine Figürchen drauf, sondern nur diesen Schriftzug. Und wir schauen mal rein. Sehr gut, die ist offen. Was haben wir denn da? Komm raus. Ach, ein Schatzgoblin. Der hat hier so einen lustigen Plastikhut auf. Den machen wir weg. Ist zum Schutz gedacht, vermute ich. Was ist das denn? Achso, da fällt Gold raus. So, die Standplattform. Müssen wir mal schauen. Die kommt unter diesen Fuß hier. Geh dran. Zack. So vermute ich irgendwie. Und da haben wir ihn. Hier läuft ein bisschen Geld raus an der Seite. Auch hier, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen starrer als die anderen Figuren. Aber auch hier finde ich eine coole Qualität. Der guckt ein bisschen gierig. Aber ansonsten coole Sache, finde ich. Ist auf jeden Fall nett. Jetzt hoffe ich, ich habe nicht noch mehr von diesen Schatzgoblins drin, weil 1000 Schatzgoblins will ich dann doch nicht haben. Wir machen weiter mit der zweiten Packung der zweiten Serie der Cute But Deadly Figuren. Mein Gott, ist das ein langer Satz, meine Freunde. Wir haben hier die zweite Figur aus der zweiten Serie der Cute But Deadly Figuren. Auch hier kurz und schmerzlos aufgesägt. Ich weiß, euch blutet jetzt das Herz, wenn ihr... Aber anders geht es nicht, offen zu machen. Also der hat keine Lasche oder so, die man rausziehen kann. Man muss es leider so machen. Es tut mir leid.
okay, anders aufgegangen als erhofft, aber ist nicht schlimm. Oh, ich sehe schon, hier kein Standfuß. Doch, natürlich hat die einen Standfuß. So, einmal hier. Das hat nicht so gut hingehauen. So. Ach so, das unter den beiden Füßen. Zip. Das ist Tyrande. Auch cool. Ist auf jeden Fall hier die Ohren. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Gefällt mir gut. Sehr zierlich, mit den Ärmchen. Kann man machen. Ohrringe hat sie hier dran. Ist auf jeden Fall schön. Wird sich gut bei mir im Regal machen, vermute ich mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche der Figuren euch bisher ganz gut gefallen hat oder am besten gefallen hat. Zwei haben wir noch. Ich denke, wir machen direkt mal mit der dritten weiter, ohne langes Gequatsche. Da haben wir sie. Und auch hier Säge, Zack. Ihr wollt ja nur sehen, wie man die auspackt. Wir brauchen jetzt nicht so lange da drüber. Oh, der ist aber groß hier. Den, das fühle ich schon. Wie beim Ü-Ei. Und was sage ich? Noch ein Schatzgoblin. Ach ja, ist das der gleiche Moment? Ich guck gleich. Den brauchen wir nicht zusammenbauen, glaube ich. Ich glaube, das ist der gleiche. Ich hole mal den anderen her. Hallo. Ja, ja, das ist der gleiche. Es gibt ja zwei verschiedene, aber das scheint der gleiche zu sein. Also machen wir mit der letzten weiter. Ich hoffe, da haben wir was anderes drin und nicht wieder so einen Schatzgoblin. Die letzte Verpackung für heute. Let's hope. Setz an cool Figure drin. So. Schauen wir mal. Eher kleiner. Ich glaube nicht, dass es ein Goblin ist. Hoppla. Na gut, das ist natürlich jetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Jetzt haben wir nochmal Tyrande drin. Aber wie gesagt, da kann man nichts dran machen. Machen wir die doch noch mal zusammen hier. Den kleinen Füßchen. Ich hoffe, ihr seht das. So, da haben wir sie. Okay, also die haben wir jetzt alle ausgepackt. Ich stelle jetzt ja einmal alle auf, dass man die schön im Vergleich sieht. Und dann ziehe ich noch mal ein kleines Fazit, wie mir das Ganze so gefällt. Ja, wir werden sehen. So, da sind wir wieder. Das ist die Ausbeute von heute. 7 Figuren, wie gesagt. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt 3 von den Figuren doppelt hatten. Das heißt, im Grunde genommen haben wir nur Sylvanas hier, die wir als einzige alleine haben und den Rest haben wir doppelt. Ist natürlich ein bisschen, naja, ein bisschen uncool, finde ich, auch wenn die sehr schön sind, aber wenn man dann so viele doppelt hat, ist es ein bisschen blöd. Also wenn ihr euch die bestellt, ist die Chance wahrscheinlich sehr hoch, einen Schatzgoblin, Tyrande und Arthas zu bekommen. Ich weiß nicht, ob die wirklich irgendwelche höheren oder tieferen Drop-Chancen haben sozusagen. Aber ja, also die Qualität ist super gut. Ich finde es bei solchen Sachen immer ein bisschen schade, dass man die blind kauft. Bei den Pop-Figuren ist es natürlich anders. Dafür gefallen die mir nicht so gut. Da gefallen die mir optisch schon besser. Aber ist halt immer ein bisschen blöd mit diesem Blindkaufen, dass das Ganze dann, naja, wie man sieht, teilweise echt doppelt ist. Ist es bei mir nicht ganz so schlimm, weil ich habe hier mehrere Räume, auf die ich die verteilen könnte. Also das wäre jetzt nicht so das Problem, denke ich. Da werde ich schon irgendwo einen Platz zu finden. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, welche von diesen Figuren hat euch am besten gefallen. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal solche Cute But Deadly Figuren geholt? Und wie gefallen die euch allgemein? Ansonsten hoffe ich, das hat einigermaßen hingehauen hier mit dem Licht und mit der Aufnahme und so. War mal ein kleines Experiment, so ein Unboxing zu machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wie euch das Ganze gefallen hat. Ob ich das vielleicht mal öfter machen soll, dann kann man mal schauen, dass man sowas vielleicht nicht mal hier und da vielleicht nochmal macht.
Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!